Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen bei Silent Hill, hier in diesem, mit Fug und Recht kann ich behaupten, gottlosen Krankenhaus. Ich habe jetzt mal den Controller, wie vorher angekündigt, nachdem ich ja jetzt gehört habe, dass noch jemand Probleme hat in den Kommentaren mit den anderen peripheren Sachen hier, sondern ich habe jetzt einfach mal mit einem Adapter, so wie ich es ja vorher immer gemacht habe, einen PlayStation 1 Controller angeschlossen und aktuell scheint es noch zu funktionieren und außerdem ist es damit jetzt tatsächlich schon noch ganz angenehm. Weil jetzt noch ein bisschen mehr Retro-Feeling tatsächlich aufkommt. So. Was haben wir denn hier eigentlich? Kann ich das aufnehmen? Das ist einfach nur irgendwie so eine Manschette. So, ich habe ja endlich mal eine Karte. Ich bin nämlich auch so ein bisschen lost, was das angeht. So, da, den Raum, da kommen wir nicht lang. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich jetzt alle Krankenschwestern und sowas hier mittlerweile ausgeschaltet oder? Nein, habe ich nicht. Ihr habt auf jeden Fall ordentlich Leben. Ich guck mal gerade, wie es mit der Schwotti aussieht. Einfach nur, um es mal zu testen. Ist auch geil. Ich schieße dir mal ins Gesicht. Einfach nur, um es mal zu testen. Junge Dame. So, ich habe 15 Schuss. Ja, komm. Hallo. Okay, das ist natürlich sehr angenehm. Auch wenn ich immer gesagt habe, ja nee, ich spare mir die Munition vielleicht doch lieber für größere Gegner, aber mit den Krankenschwestern jetzt so ein Schuss gegen 7 oder so, ist doch schon ganz angenehm. So, da hinten ist der Elevator, ich guck mal, das klemmt. Das geht auf. Okay, ich komme auch von hier jetzt nicht unbedingt in den Storeroom rein, aber in Raum 306 bin ich. Ah, es ist angenehm in der Karte, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, wo man überall schon war und wie es dann eingetragen ist und so. Das ist schon sehr, sehr cool. Katzenplatte. Aber die nehme ich gerne mit. Oh Gott, nein, das Krankenhaus wurde auch wieder von der unnötig GmbH gebaut. Naja, dann müssen wir halt wohl durch. Es wurde ja auch gesagt, immer so, ja, ihr wärt dabei, wenn ich die ganze Reihe durchspielen würde, blind. Es wäre tatsächlich blind. Ich habe Silent Hill nie wirklich bewusst gespielt. Immer nur mal, wenn es gerade bei einem Kumpel gespielt wurde, zugeguckt oder so. Aber daraus kann man sich ja keinen Reim machen. Das Schloss klemmt. Es ist nicht abgeschlossen, danke. Und, wir haben da so ein kleines Format, das nennt sich Serienkiller, das läuft im Stream immer und ich werde Silent Hill höchstwahrscheinlich mal aufnehmen. Wir würfeln das immer aus, welches Spiel da als nächstes kommt. Und ja, vielleicht kommt es ja irgendwann mal mit dabei. So. Aber hier werde ich halt, bei Retro werde ich es jetzt nicht unbedingt immer machen. Da werden andere Games, die ich verpasst habe oder die ich sehr gerne in der Kindheit gespielt habe, gemacht. So, 3, 2, 1... Dann tun wir mal gucken, wo ich mich jetzt überall befinde und wo ich schon mal... Oh Gott, ich war nirgendwo gefühlt. Ja, es ist abgeschlossen. Das ist ja eine ganz große Überraschung jetzt. Somit ist der Floor für mich auch schon gestorben. Muss ich jetzt vielleicht wieder ganz runter, um wieder in die andere Welt zu kommen? Ist der Fahrstuhl so ein Höllenportal-Mischmasch? Oh, Junge. Party, Spaß und Freude erwarten uns hier, habe ich das Gefühl. Okay, hä? Warte mal. Da ist doch ganz eindeutig... Ah! Okay, der Entrance-Bereich ist das. Natürlich. Da hätte ich auch anderes erwartet. Okay, du bist ein Arzt. Du hältst ein bisschen mehr aus anscheinend. Und irgendwo knackt es noch in der Leitung. Oh ja, großartig. Das sind die Kameraperspektiven, für die man lebt, wenn man Horrorspiele spielt, habe ich das Gefühl, ne? Einfach in Dunkelheit und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Warum lädt das so lange? Generator, Boiler, Storeroom, Morgue.
Natürlich gibt es auch in dieser Dimension eine Leichenhalle. Das macht doch Spaß und Freude überall. Erstmal wasten. Nein, geh weg. Geh weg. Kannst du bitte... Au. Warum haltet ihr jetzt auf einmal so viel mehr aus als eure Freundin oben? Das verwundert mich. Ich verballer auch eigentlich viel zu viel Munition mit dem Ding. Ich equip mal das Teil einfach nur, damit ich nicht alles von der Schrotflinte verballer. Weil große Gegner, ne? Wir sind immer noch nicht ganz safe hier. Aber natürlich ist sie hier offen. Gottes Willen. Das war eine richtige Scheißidee. Ich meine, da hinten kann sie ruhig bleiben. Geh weg. Au. Au. Kämpfen. Stress. Toni, komme ich mal 3, da habe ich 2 von. Ampulle lindert Schmerzen und verbessert die körperliche Verfassung deutlich. Effekt hält eine Zeit lang an. Das ist was für Bossfights, habe ich eher so das Gefühl. Wo habe ich die Schildkröten? Ich habe zu lange nicht gespielt. Ich mache mal erstmal nur einmal den hier. Die Verbandskästen behalte ich dann doch nochmal. Ein Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Mir ist gar nicht danach zumute, ihn näher zu untersuchen. Das verstehe ich absolut, aber nimm mal bitte die Ampulle mit. Zumindest glaube ich, das ist eine Ampulle, ja. Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Ich untersuche die jetzt alle mal. Nicht, dass es dann am Ende heißt. Ja, aber bei der Leiche da hätte hinten links hätte, hätte noch ein Tonikum gefunden. Ausgestreckt. Ausgestreckt. Oder einer von denen ist dann irgendwie die tote Mutter oder irgendwie so ein Quatsch, weißt du? Ist hier noch an den Wänden irgendwas? Noch eine Platte oder so? Scheint erstmal nicht. Gut. Dann wird er raus aus der Leichenhalle. Rein in die anderen spaßigen Räume. Hier unten im Krankenhauskeller. Okay, Storeroom ist abgeschlossen. Schloss klemmt. Ich kann hier unten echt nur in die Leichenhalle, ne? Das ist wie ein schlechter Scherz. Ah. Und in den Generator Room kann ich auch. Sexy. Ja, den nehme ich auf jeden Fall mit und den werde ich auch ausrüsten. Damit habe ich ja richtig Bock, Krankenschwestern auf die Schnauze zu hauen. Wo ist er? Da. Hallöchen. Ja. Das fühle ich. Okay, hier kann ich nicht drin. Hängt hier ein Zettel? Nee, okay. Oh doch, Strom ist ausgeschaltet. Nee, okay. Dann eben nicht. Mehr kann ich hier unten auch nicht machen. Das waren die Türen. Dann wieder ins Treppenhaus. Und weiter in der ersten Etage umgucken, ne? Oder war ich jetzt... Ne, ich war in der ersten. Das ist jetzt der Keller, das macht nur Sinn. Stimmt, hier war noch was. Mal gucken, wie gut das funktioniert mit dem Nahkampf. Ich sollte eigentlich vorher nochmal speichern, aber... Oh! Ein weiteres Tableau und ein und tatsächlich was zum Speichern. Das ist doch sehr nett. Königinplatte nehmen wir. Ich hoffe, das ist kein Corrupted Spielstand. Ich hoffe, es ist kein... Okay, New Save. Directors. Okay. Ich hoffe so sehr, dass jetzt nichts hier mit mir im Raum ist, ne? Directors Office, okay. Da kann ich speichern. Wird das eigentlich auf der Karte irgendwie vermerkt, dass ich das speichern kann? Nee. Okay, ein paar Sachen muss ich mir dann doch noch merken. Nichts Ungewöhnliches. Ja, das Ungewöhnliche ist wahrscheinlich draußen. Jawohl. Boah, der Hammer ist geil. Ich glaube, der hat genug, aber das Geräusch hat mich ein bisschen verwirrt.
Ich liebe den Hammer. Okay, gespeichert ist. Director's Office geht. Der geht nicht. Der geht. Okay, schöner Raum. Ein bisschen Muni. Pistolenmuni. Ja, alles immer gerne her. Ach, das, was irgendwie nach Item aussieht, immer antatschen. Mal kurz den Map-Check. Oh, ich guck zu gerne auf die Map jetzt, wo ich eine hab, ne? Ja, okay, ich kann vom Doctor's Office in den Conference Room, aber dadurch, dass das Doctor's Office halt nicht funktioniert, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Dann mal hier. Das ist ja mega geil mit dem Hammer. Das ist endlich mal eine Nahkampfwaffe, die auch tatsächlich was taugt. Ich kann Munition sparen. Das ist ein Traum. So, vom Medizin Room, da sind noch Toiletten. Ich gehe vorher noch mal kurz raus. Weil dann checke ich einmal, ob ich hier durch kann. Oh, ich kann durch. Ja, ganz neue Sitten hier. Gucke ich mir aber vorher noch einmal ganz kurz hier die Tür an. Dann gehe ich doch lieber über die andere Seite, weil ich weiß jetzt nicht, was mich da in dem Flur erwartet. Okay, hier kann ich auch rein. In Storage. Einfach nur wegen Items checken mal. Okay. Ist jetzt nicht allzu viel, möchte ich meinen. Okay. Ich werde definitiv nicht gucken, was da gerade am Fenster passiert ist. Das könnte hier sowas vom knicken. Oder warte mal, vielleicht hat jemand einen Stein durchgeworfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gar nicht schlimm. Ah, nee, doch nicht. War einfach nur ein lautes Geräusch, um mich abzufacken, habe ich das Gefühl. So, gut, dann gehen wir jetzt hier rüber in den Medicine Room, wenn es richtig war. Da ist ein Geräusch hinter der... Warum ist es jetzt leise? Auf Klo. Da vorne, was kommt hier auf mich zugetappt? Ist das eine Schwester oder ein Arzt? Das ist ein Arzt. Was? Ich liebe den Hammer. Das ist ja der Hammer. Sorry, den musste ich bringen. Okay, das eine Klo klemmt, das andere auch. Dann müssten wir jetzt hier auf der Etage eigentlich alles abgecheckt haben, außer die Räume, die jetzt nicht zugänglich waren durch den... Willst du mich verarschen? Okay, ich komme da schlichtweg nicht rein. Aber ich komme von hier in die zweite Etage. Da, wo die Tür geklemmt hat beim Elevator. Muss ich mich zwar jetzt erstmal durchprügeln bis zum Elevator, wenn es überhaupt möglich ist, aber ich könnte hier vielleicht die Tür aufmachen. Ja, moin. Munition sparen, Deluxe, ey. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Ist immer sehr angenehm, weil man spart sich dadurch ein paar Räume. Nein. Ich meine, es könnte ja natürlich auch so sein, ne? Man macht jeden Raum begehbar und macht ihn dann so wie den Storage unten einfach kacke. So. Was denn jetzt? Nein. Oh Gott, war das knapp. Ich meine, wenn die sich so winden, sind die eigentlich schon tot, oder? Ja, scheinbar. Was haben wir hier? Ist das ein Zippo? Ja, das nehme ich gerne mit. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich es brauche, aber irgendwas anzünden ist in der Regel nichts Schlechtes. Sagte der Pyromant. Zu seiner Belegschaft. So, das ist jetzt der Nursery Room oder Nurse Center, ja. Dann checke ich einmal ganz kurz die Räume ab. Okay. Hallo junge Frau, ich suche bitte...
Ein Zimmer. Statt nochmal drauf zu hauen oder so. Nein, erstmal reintreten. Wo? Wer? Was? Das blubbert. Das ist nichts Angenehmes gerade vom Geräusch. Kann ich da... Ich scheine es ab und zu mal zu treffen. Ich weiß nur nicht, ob es hilft. Ich kann das jetzt den ganzen Tag machen. Aber anscheinend hilft es nicht. Ich muss irgendwas anderes wahrscheinlich erst töten, bevor ich dann an das Plättchen drankomme. Ich werde da jetzt ganz bestimmt nicht zu den Tentakeln hinlaufen. Weil die werden irgendwelche bösen Dinge mit mir tun. Die sind nicht gut. Wehe, ihr schreibt mir in die Kommentare, dass die irgendwie heilen oder so eine Scheiße. Ich werde euch eh nicht glauben. Kann mir keiner erzählen, dass das heilende Tentakel sind. Was ist das jetzt hier? In dem Blut geschrieben wahrscheinlich, wa? Ja. Wolken, die über einen Hügel ziehen, Himmel an einem sonnigen Tag, bittere Mandarinen, vierblättiges Glückskleeblatt, Weichen im Garten, Löwenzahn am Wegesrand, unvermeidliche Schlafenszeiten, Flüssigkeit, die aus einem schlafenden Handgelenk fließt. Was? Moment. Das schreibe ich mir eben wirklich auf. Das sind mir zu viele Screenshots. Bis gleich. So, ich habe es mir notiert. Alles davon kann man irgendwie einer Farbe zuordnen, hätte ich gesagt. Außer das mit der unverbindlichen Schlafenszeit. Das muss ich nochmal irgendwie erörtern. Oh Gott, es ist abgeschlossen. Da sind 4 quadratische Vertiefungen in der Tür. Oh nein. Ja, und ich, ach, ja, okay, mir fehlt jetzt tatsächlich eine Platte noch und ich muss die einordnen. Wir haben weiß oben, sind die Wolken, die über den Hügel ziehen. Wir haben den Himmel an einem sonnigen Tag wahrscheinlich blau. Dann rechts im Uhrzeigersinn. Bittere Mandarine ist orange, ganz rechts. Dann darunter ist vierblättiges Gräber, das ist grün. Pfeilchen im Garten ist unten dieses lilane Ding. Dann haben wir gelb, Löwenzahn. Dann haben wir schwarz, vermeintliche Schlafenszeit. Ja gut, wird die Nacht sein. Und dann Flüssigkeit aus Handgelenk ist Blut, da haben wir rot. Okay. Ich muss die Dinger alle einsetzen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch Zugang zu diesem letzten Teil. Nur wie, ist die Frage. Oder kann ich schon welche einsetzen und dann verpissen sich die Tentakel automatisch? Weil wir haben rot, wir haben ein Feuerzeug. Wir haben nur 2? Ne, hier, Gold. Also gelb, den Löwenzahn. Wir haben das blaue, das ist der Himmel, und wir haben rot. Dann fehlt uns nur noch das Glücksklee, das ist das Grüne. Das hängt über dem Tentakelvieh. Ich hätte mir auch mal merken können, wo. Achso, hinten 204. Sagen wir mal so, warte mal. In 204 oben links, da sind die Tentakel unter Umständen. Wenn ich jetzt versuche, weiter unten vielleicht irgendwie was zu zerkloppen, was höchstwahrscheinlich diese Tentakel spawnt. Könnten die ja abhauen. So die Frage, ob da was ist und wo da was ist. Ich gehe mal nochmal dahin, versuche mal die ich jetzt im Moment habe, schon mal einzusetzen. Okay, es ist abgeschlossen. Ja, brauchst mir jetzt nicht nochmal zeigen, ich weiß, was Phase ist. So halbwegs zumindest. So, zack. Use. Königinplatte ist hier nicht verwendbar. Okay. Ich glaube, ich hätte es mir noch nicht mal notieren müssen. Ich glaube, wenn ich alle 4 habe, dann setzt er die automatisch ein am Ende. Weil ich bin doch sehr verwirrt jetzt, warum ich den jetzt noch nicht verwenden kann. Oder brauche ich dann wirklich alle? So, wir gehen runter. Und gucken mal oben links. Ist da ein Raum, in den ich kann? Oder ist da irgendwas ganz kryptisch? Der Waiting Room. Und da komme ich nicht hin. Großartig. Schloss klemmt. Vielleicht kann ich ja jetzt hin. Also vielleicht hat sich... Das passiert ja häufiger.
dass man hin und wieder mal was hört oder was sieht, was dann dazu führt, dass ich doch woanders hin kann in irgendwelche Räume. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte, warte, da war ich doch schon ganz richtig. Ich wollte hier hin. Und dann wollte ich in diesen Übergang. Da. Medicine Room. Weil dahinter war ja, hinter der Tür hat man ja was gehört. Vielleicht hört man das jetzt nicht mehr und man kann durch. Na, ist abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, ich versuche irgendwie den Weg zu finden zum grünen Plättchen. Bedanke mich fürs Zusehen und sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr denn möchtet, könnt ihr gerne das übrige Zeug alles da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Silent Hill oder bei einem anderen Projekt. Bis dahin, macht es gut und tschüss.